Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring im Koop-Let's Play mit Tyron. Hallo. Wir sind im neuen Gebiet und wir haben hier hinten einen altbekannten Boss, den wir schon zwei, dreimal im Main Game getötet haben. Ja, ich kann deine Viecher nicht anvisieren. Ja, die Aber das sind nicht echte Vögelchen, Statuen. ja, das sind noch manchmal echte dabei. Am besten killst du die mit dem Katana, das ist so One-Shot mit dem Schuss. Ist wie hier. Ich mag sie nicht. Weil ich habe gar nicht gesehen, nicht wo ist denn das redet Vogel Der ist gern. genau jetzt hier vor uns gleich. Der kommt jetzt hier gleich. Da kommt er. Muss nur aufpassen, dass sich diese Hurenvögel, die kleineren, nicht einmischen. Ja. Weil das sind noch ein paar an der Seite. Er direkt neben ihn sogar. Ja, der ist genauso wie der eine im Schneegebiet. Oder ein Kehlit. Kehlit gab es ja auch so einen Bastard, der nur nachts dann auch gekommen ist. Ja, der war ja sogar am Anfang schon. Ja. Kill it. Das ist auch der gewesen, wo der ein Schüreisen des Todes getroppt hat. Ja, was ist denn hier alles im Weg, Alter? Konnte ich dodgen? Gott, wenn ich den nur schon sehe, direkt wieder nervig. Du siehst ihn? Ich sehe nur seinen Arsch. Ja, der. Deine Hitbox ist ja auch schon wieder komplett broken, ne? Er lässt sich einfach schlagen, Digga. Das ist. Giga-Flair. Digga, der Damage ist auch schon wieder so lächerlich, ne? Ja. Natürlich alles mit Elementar, dass es schön durchgeht. Timing. Mein Gott, ist der schon wieder ätzend, Mann. Vor allem, weil sein Effekt halt schon wieder auch direkt immer durch den Block gehen muss, oder? Ja.
Ich würde vielleicht versuchen, mit dem Katana auf seinen Kopf zu ballern. Vielleicht zieht Wirbel das rein. Ja, mein Katana. Ich habe nicht mal getroffen, du stellst einfach ab. Links ist ein Vogel, Alter. Es wird halt Aggro, Mann. Mal nicht rum, Hurensohn. So eine Hurinne. Ja, immer so ein hässliches Maul wegzieht, ne? Früh. Das ist so lächerlich. Wie schnell einfach. Schnelle Stiche mit seinem Kopf, was er machen tut. Ja. Und der Schaden natürlich, ja. Das sieht gut aus. Digga. Das Reliktschwert macht dann auch wieder so einen awesome Schaden gegen das Viech. Ja, vor allem, wenn man angreifen kann, kriegt man halt auch die aufgeladenen rein, ne? Boah. Sexy. Und sexy Bexy. Ruf der Geisterflammen, leck mich am Arsch, will ich nicht. Da war hier irgendwo noch was. Also da links war ich, aber hier rechts war ich überall noch nicht. Du hast doch Fallout 3 und New Vegas schon gespielt, ne? Also New Vegas mehr, ja. Das weiß ich ja. Ja, freilich. Und Fallout 3 auch einmal komplett durch alleine. Fangen wir mit Fallout 3 an. Was waren Fallout 3 deine Lieblings-DLCs, wenn du zwei rauspicken müsstest? Anchorage hat mir sehr gut gefallen. Ja. Muss ich sagen. Und ja, überlege nicht, dass ich die DLCs verwechsle. Point Lookout gab's noch, Mothership Seda. Point Lookout. Das Point Lookout war echt geil.
Modische Seda war damals zusammen geil, aber wo ich selber nochmal gespielt habe, war es okay. Bei mir ist es ähnlich, bei mir ist es Mothership Seta und Dingens Point Lookout. Point Lookout war richtig geil. Am wenigsten gefallen hat mir The Pit. Wo du da Ja. gefangen als Gefangener da so infiltriert hast, die. Mit dem Fandst Heilmittel, mit dem du? Baby. Ja, ich fand's lustig, wie man das Baby am Ende entführen konnte, Alter. Ja, das ist im Inventar drin gehabt einfach. Ja, und dann gab's auch Mods, wo du das Baby einfach essen konntest. Ja, das. Also das Allerschlimmste, was mir bis heute, das wird mir niemals aus dem Kopf gehen. Es gab eine Trophäe, dass du in diesem DLC diese ganzen Metallbarren einsammeln musstest auf diesem Hof. Und es waren 150 Stück oder sowas. Und du denkst ja, was ich für ein Opfer bin, was Achievements betrifft. Ne, ich hab's halt gemacht. Ja, klar. Ja, Und ich hab's was eine auch. furchtbare Scheiße, Alter. Aber du hast halt auch gute Belohnungen bekommen. Du hast, glaube ich, alle 30 Barren hast Power-Rüstung. du. Genau. Power-Rüstung, da hast du den Infiltrator bekommen. Das war dieses Sturmgewehr-Schaltgedämpfte mit Visier. Ja, und auch so ein Sägeblatt, glaube ich, auch. Genau. Diese Eine spezielle Waffe Kreissäge. da. Menschenöffner hieß er. Genau. Es hat sich schon Ja. gelohnt, aber es war trotzdem immer Abfuck. Ich habe die auch alle gesammelt, aber ich habe halt Tutorial genommen. Ja, ich hab. Als Video. Das Ding ist halt, bestens ist wirklich, wenn du von Anfang an machst, weil wenn du durchrennst und du sammelst ein paar ein, dann musst du das Video immer dutzende Male durchgehen und gucken, welche dir noch fehlen. Ja, klar. Und New Vegas? Warte, lass mich raten, New Vegas. Deine zwei Lieblings-DLCs. Lass mal überlegen. Warte, 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 warte. Also ich glaube, am wenigsten gefallen hat dir Dead Money. Das war schon Ich heftig, mit weiß. diesen Geisterviechern und sowas und das alles drum und dran. Ich hab's damals einfach geschafft, mich mal zu softloggen. Das Oha. war. Ding, ich. Das war, glaube ich, nach Doc. Ganz am Ende, Ja. wo du ja die alle überzeugen musst. Weil irgendwie musste ich dann, glaube ich, mit dem Typen oder mit der Alten reden. Ich glaube, die Alte war das. Irgendwie reden. Und irgendwas hat dann doch nicht ganz funktioniert. Also egal. Ich glaube, ich habe die Sprachchecks war ich nicht gut genug. Also konnte ich die nicht überzeugen. Ich konnte aber auch nicht weg. Ich konnte sie nicht töten. Egal was ich gemacht habe, ich konnte nicht weg. Nichts machen mehr. Und überzeugen konnte ich sie nicht. Also damit lag ich auf jeden Fall richtig. Dead Money ist auf jeden Fall das Schlechteste für dich. Okay, Richtig kacke. und das zweitschlechteste kann ich mir eigentlich. Also wenn du ungefähr dasselbe Geschmack wie ich da hast, dann ist es wahrscheinlich, würde ich jetzt raten, Old World Blues. Nein. Old World Blues hast du gemocht? Ich richtig, Digga. Ich hab's richtig Ui, gemocht. okay. Also ist es Ich für deine Top 2? Würde fast. Ich muss halt nochmal über alle DLCs im Kopf durchgehen, aber hat mir auf jeden Fall gut gefallen, ja. Weil ich wäre jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass deine Top 2 dann wahrscheinlich Lonesome Road ist und Dead Money. Dead Money sage ich schon, Honest Nee, Hearts. Mit Honest Joshua Hearts Graham. ist bei mir dritter Platz. Okay. Honest Hearts war cool, aber irgendwie Interessant. ich mochte es nicht so. Ja, ich mochte es mit den ganzen Stämmen und so nicht, keine Ahnung. Joshua Graham war cool, klar. Ja. Aber irgendwie die Area allgemein mochte Die ich nicht Waffen so. waren halt auch geil, ne? Dann mit der Thompson und die 45er, was du da alles bekommen Ja, hast. die 45er war halt krank, ne? Ich weiß sogar noch ihr Name. Ein Licht im Dunkeln. Ich glaube, die Quest hieß ja auch so, ne? Ja. Du hast ja da auch das Service Rifle bekommen, was auf dem Berg bei der einen Leiche war. Wo du das Dienstgewehr bekommen hast, dieses eine einzigartige. Okay, das ist interessant. Ja, Old World Blues fand ich halt irgendwie geil, weil du halt einfach dann deine Organe abgezogen Ja. bekommst. Digga, wie du mit den ganzen Sachen auch geredet hast, das war auch so abgefuckt, war. Ja. Es hat mich so ein bisschen auch an Mothership Seta erinnert, dieses Abgespacete. Ja, wo du auch dein eigenes Gehirn überzeugen musstest und so ein Scheiß. Genau. Jedes Mal mit denen geredet, dann hast du dann da bei deiner Wohnung da den Toaster und das alles auch gehabt. Crazy. Also sagst du Old World Blues und wahrscheinlich dann Lonesome Road. Ja, Lonesome Road, geilste überhaupt. Ja, also das DLC war auch wirklich Endgame. Von der Schwierigkeit hast du echt bei dem am meisten am Knabbern gehabt, mit den Gegnern und alles drum und dran. Ja, die ganzen Dutzenden Todeskrallen und so Ja. halt, ne? Dieser Highway da entlang, Todeskrallen, dann die ganzen krassen Gegner mit ihren Maschinengewehre, was sie da hatten. Das war schon heftig. Oder da diese Gräberviecher gab es ja auch, wo sich Ja. da rumgebuddelt haben die ganze Übel Zeit. Schaden gemacht haben die. Übel Ja, Alter. Schaden. Da gab es auch so ein behindertes Achievement, wo man diese ganzen Bomben kaputt schießen musste, die so rot geleuchtet haben. Mit dem Sabberding da. Ja. 30 waren es, glaube ich. Das war auch nervig. Das waren Ja, und schon halt echt auch. geisteskrank geile DLCs, Alter.
Ja, und dann halt auch mit Ulysses, der am Ende der, wo Genau. er den überzeugen konntest und wo du halt den, halt eine der Haupt-Areas wegbomben konntest. Ja. Ist ja halt Ding. Long 15 war's und Long 15 war's und wie hieß das andere? Es war Ja, das von der Legion, das Camp da. ja. Ah, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich weiß halt noch, wie ich als Kind immer bei der Long 15 am Tor, wie ich da rein Ja. wollte und nicht wusste, wie es geht. Beim Außenposten oben, ja. Ja, und dann, ich hab dann, wo ich dann auch am PC gespielt habe, habe ich auch versucht, das Tor aufzumodden mit dem Unlock-Command. Aber du kommst dann trotzdem nicht durch. Das war halt wirklich sexy. Aber wo ich sagen muss, die Areas habe ich mir nicht wirklich angeschaut. Das ist schon lange her, wo ich gespielt habe und da war ich noch zu schlecht. Da wurde ich immer totgebumst. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn das wirklich mal passieren soll, dass sie irgendwie geremastert werden oder so, ne? Ja, direkt zusammen mal da. Ja. Oh, da Unbedingt. geht's auch noch runter. Oder wo ich auch, wie ich Area ich immer geil fand, war halt Ding. Dieses verseuchte Flughafengebiet oben. Ja. Camp Searchlight. Genau, Searchlight. Da war ja auch die Quest richtig geil, wo du diese Söldner in der Stadt drinne getroffen hast, wo du dich dann entscheiden konntest, ob du gegen die gehst oder ob du mit denen zusammenarbeiten musst. Und da Da hast waren du, ja mehr glaube ich, auch noch. in der Feuerwehr hast du doch dann auch die einzigartige Axt da bekommen, die Feuerwehr-Axt. Stimmt, die habe ich Ja, vorhin stimmt. eingesammelt, diese Blumensteinkeule da. Ja, ich bin gerade am Durchschauen, weil ich hier was bekommen habe. Ja, ich habe es genau, weil das habe ich schon mal gelesen. Die Parfümierflaschen kann man auch nutzen jetzt, ja. Ja, die sollen auch broke sein. OP broke. Ich habe echt üble Sachen darüber gehört. Die verbrauchen keine Ausdauer. Ach du Scheiße. Aber kann er auch nicht backstabben. Jetzt überlegt immer, hat das aufgewirtet und das die ganze Zeit Spam. Ja klar. Du, Digga, das geht sogar in die Richtung, wo du zielst. Du Alter. Scheiße. Hab ich verdrückt. Den Godric, seinen Drachen, irgendwie habe ich den auch die ganze Zeit im Kopf, ne? Den Drachenarm. Ja, Liege Use, richtig. Ja. Ist aber nicht zu spät. Kommt noch, kommt noch. So, links ist noch ein Loch, wo ich runter könnte. Und hier vorne noch. Muss halt sagen, wegen Fallout nochmal, also beim vierten Teil waren die DLCs wirklich am allerschlechtesten. Ja. Das Einzige, was ansatzweise ein bisschen geil war, war wirklich Fahaba. Ja, Far Harbor war ganz cool, ja. Nuka World war nicht so Langweilig. meins. Ich habe es ja letztens jetzt erstmal wieder durchgespielt, das war überhaupt nicht meins. Auch nervige Achievements, das mit dem Zuckerschock, was ich dir letztens auch schon mal Ja. erzählt habe. Die Die ganzen ganzen Rezepte. Rezepte finden, alle verschiedliche Mixturen craften. Oh, war das AIDS, das nochmal zu machen. Ich habe da am PC auch einen richtig heavy Bug gehabt, Alter. Weil irgendwie, ich weiß nicht mal, wie der hieß. Du hast irgendwie so eine Szene gehabt, wohin der Glasscheibe oder so ein Typ ist, mit dem du reden musstest, in der Fabrik, glaube ich. Ja. Und bei dem hat der Dialog nicht getriggert, richtig. Also ist danach nicht weitergegangen. Und Ach, du das meinst wahrscheinlich waren. bei Kitty Kingdom, der Zauberer hinter der Scheibe, ne? Es kann sein, es war von Der Hauptquest, glaube ich, auf jeden Oswald. Fall. Ja, der Oswald war das wahrscheinlich. Oswald, ja. Weil da ging es ja nicht weiter. Und da habe ich dann den, das gibt's auch von Skyrim, den unofficial Fallout Ja, 4 habe Patch ich auch runterladen immer. müssen. Habe ich auch immer drauf. Gibt's für Ja. Konsole auch. Ja, ich wollte ihn vorher nicht runterladen, weil das halt viel verändert und so. Und oft Probleme machen kann, aber naja. Bei Skyrim habe ich den von Anfang an drinne, weil die Mods dich zwingen, den zu benutzen. Die Mods haben das fast alle guten Mods haben das schon einberechnet und haben das als Requirement. Und danach ging's wieder. Ja. Geil. Na, nee, 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 ging immer noch nicht. Ich habe dann einfach Ding. Bisschen Command-Zauberei bewirkt. Du kannst mit Commands einfach Quest-Schritte quasi als
abgeschlossen machen lassen. Oh. Dass der aktuelle Schritt fertig ist. Du kannst genau die Quest-Phase sogar reinmodden. Also, keine Ahnung, ich hätte es einfach modden können, dass ich auf einmal 3 Steps weiter zurück bin. 3 Missionsziele. Oh mein Gott, das ist schon wieder verwirrend aufgebaut. Und selber habe ich auch bei Fallout Teil gehabt, aber richtig schlimm. Mit dem Broken Steel DLC, wo du ja weiterspielen kannst nach dem Ende. Ich war nämlich ans Bett gefesselt, konnte nicht aufstehen, konnte nichts machen, die Steuerung war deaktiviert. Und da habe ich auch, mein Gott, in den Spielfiles was rumschreiben müssen und rumändern müssen. Ich habe mit Command mich wegteleportieren müssen in den Hauptraum der Kathedrale, habe mit einem anderen Command die Spielersteuerung wieder freischalten müssen, quasi, dass ich aus der Cutscene draußen bin, dass ich mich wieder bewegen darf. Und dann noch Command machen müssen, dass halt der Ding, der Quest-Schritt mit dem Aufstehen abgeschlossen ist. Ja. Nur, dass ich weiterspielen konnte. Oh Gott. Aber Fallout 3 war sowieso die Hölle. Ja. Sagen wir, das ist ja broke. Du musst das Spiel im Vordereien, musst du ein Programm runterladen, um die Dateien patchen zu lassen. Unoffiziell, also von. Ja, du musstest ja, glaube ich, auch eine ältere Windows-Version dafür, ne? Nee, du brauchtest Games for Windows Live. Ja. So eine alte Funktion. Und dafür brauchst du einen Patcher. Um quasi das Spiel so vorzugaukeln, als wenn das noch funktionieren würde. Als wenn es das Programm noch gäbe und dass es läuft. Ja, aber das ist bekannt, dass auf dem PC ist das eine Katastrophe. Da hast du noch Glück gehabt, weil bei den meisten, die ich zugeschaut habe, die haben am allerschlimmsten Spielcrashes gehabt. Unglaublich viele Crashes. Ja, ich hab's halt richtig gefixt alles. Bei mir war ja auch alles voll mit roten Ausrufezeichen, weil der ganze Scheiß, die ganze Textur nicht mehr geladen haben. Und da habe ich ja auch mit Tutorials und so und Steam, einfach mit der Kommentarsektion von Steam, das rumgemoddet, die Dateien umgeschrieben, dass es dann gepasst hat, dass es quasi die richtige Quelle alles genommen hat zum Laden und alles, weil es wieder gepasst hat. Der ist eine Kiste. Irgendwie hinkommen. Ja, und dann für die DLCs musst du dasselbe machen, ne? Ich habe gespielt und dann habe ich bemerkt, beim DLC, bei Point Lookout, wo das Schiff ist, sind überall rote Ausrufezeichen. Und da habe ich dann, gemerkt, ich musste da die Dateien auch nochmal umschreiben, dass es funktioniert. Aber ich glaube, es könnte mittlerweile gefixt sein. Weil tatsächlich ist für Fallout 3, wo Patch gekommen. Ja, ein Update. Ja, das habe ich auch gesehen. Gab sogar eine News bei GameStar darüber, dass da nochmal ein Patch rauskam. Ja, das ist halt das Problem, ne? Es ist halt extrem veraltet. 2008. Ja, das habe ich auch fast nicht an Mod installiert, weil das halt so empfindlich ist. Ja. New Vegas habe ich auch 200-300 Mods. Weil es so empfindlich ist, wobei das auch ein Wunder ist. Also 200-300 Mods in fucking New Vegas, Digga, und das Spiel ist nicht gestorben. Das ist aber, was die 2 Jahre von Unterschied drauf machen. 2010 kam das, ist aber halt dann schon ein bisschen fresher drauf. Ja. Wobei es dann auch fucking broken war. Das Skyrim Remaster, Digga, das wäre ein Traum für auch alle Modder. Ja. Also auf die ganzen Betriebssysteme richtig laufen, tut ohne diese ganze Kopfschmerzerei. Ja, das, was ich bei Elder Scrolls 6 die ganze Zeit meine. Wenn das dann rauskommt und die Engine gut ist, dass man da halt richtig fett modden kann, Alter. Ja, und Skyrim geht ja sogar. Skyrim ist halt wirklich eine absolut nackte Grundlage, die man komplett misshandelt. Ja, das ist ja wirklich so irgendwie die Mutter aller Mod-Games irgendwie, Skyrim. Ja, ja. So, du lädst ja schon allein, um das starten zu können, gemoddet. Also, wenn du richtig moddest, wenn du intensiv moddest. Ja, schon Ding runter. Wie heißt Skyrim Script Extender? Ein Mod, wo überhaupt die Engine, die Programme von Skyrim so umändert und verbessert, dass es überhaupt diese ganzen Scripts und Befehle ausführen kann. Damit es überhaupt funktioniert, das Spiel. Ja. Muss irgendwo ein Schlüssel sein, damit ich die Tür oben öffnen kann. Oder noch ein Weg, aber ich finde hier nichts. Also irgendwie hier hinkommen und oben ist noch eine verschlossene Gittertür. Aber ich finde den Schlüssel nicht.
Ja, und auf jeden Fall. Dann hast du ja auch nochmal zwei Mods. Und zwar der Unofficial Skyrim Patch Mod direkt da. Wo halt das viel vom Spiel fixt, ist ja Standard. Und das habe ich auch erst vor kurzem zum ersten Mal runtergeladen und benutzt. Skyrim Engine Fixes. Ja. Also er denkt, was der Mod macht. Und den habe ich vorher nie runtergeladen, weil der irgendwie ein bisschen kompliziert zum Runterladen war. Der hat bei mir nicht richtig funktioniert, hat Spielcrashes verursacht. Weil, wer hätte gedacht, wenn es die Engine vom Spiel anpackt, dass es kritisch ist. Aber dann habe ich mir jetzt diesmal ein Tutorial hergenommen und habe es richtig installiert mit allen Steps und alle Cheatcodes. Und jetzt funktioniert es und jetzt läuft das Spiel halt auch direkt besser. Ich habe keinen einzigen Crash, nix. Manchmal hagelt es doch ein bisschen, aber sonst läuft es Bombe, Alter. Noise. Okay, hier muss irgendwo ein Schlüssel noch sein. Unten ist gar nichts, Alter. Es ist keine unsichtbaren Wände, nix. Breiset aus im Topf drinne. Aber das Modden, das ist so krank, das macht so Spaß, ne? Ja, das ist auf der Konsole genauso. Also, wenn ich dann mir die Mods Hier. durchgucke, das macht einfach Spaß, die Mods zu suchen, welche man es sich drauf Ja. machen wird. Das macht Spaß. Ja, und am PC mit dem Mod Manager ist halt nochmal Ja, anders. Weil ich natürlich. halt einfach auf den Browser gehe und ich tue da einfach, ja, Endorsements, also quasi Likes auswählen auf All Time, die beliebtesten aller Zeiten. Ja. Nee, wobei, da schaue ich nicht. Weil da findest du halt immer nur die gleichen Sachen, Script Extenders und Scheiß, halt die Standard-Mods, die halt das überhaupt möglich machen. Nee, immer Weekly, die neuesten allgemein. Oder auch nach Tags. Zum Beispiel. Aua. Ding, Replacer Mod, um NPC, aua, NPCs optisch zu ersetzen oder Titten reinzumachen. Tüten. 1000 Agonia Mods. Aua, aua. Waffenersetzer, Grafik, Gameplay vor allem. Ja, wie gesagt, ich habe einfach Elden Ring in Skyrim jetzt. Ja. Das ist halt einfach geil. Und mit dem Mod Manager ist es halt wie Plug and Play. Wenn es keine großen, heftigen Mods sind, die 20.000 Requirements haben, kannst du einfach runterladen spielen. Tibias Ruf. Das ist das, was ich auch vorhin von dem Bootsfahrer da bekommen habe. Das sind ja diese Tibia-Fahrer-Pisser. Ist halt echt eine unsichtbare Wand, what the fuck? Schlossen, nein! Okay, ich krieg von der Area hier Kopfschmerzen, Alter. Ich kann mir das alles nicht merken. Die ganzen Wege. Ich ärgere jetzt ja schon wieder, dass es da eine Area war, wo ich einfach runtergebrochen bin, weil ich das Gefühl habe, dass hier noch was war. Okay, hier geht's weiter. Da gehe ich den anderen Weg auch nochmal. Ja, New Vegas zu modden war auch lustig, aber auch bescheiden. Also es war echt anstrengend teilweise. Weil das Spiel halt echt fuck empfindlich ist. Zum Beispiel habe ich eine Phase gehabt, da hat es bei der Mission Flieger grüßt mir die Sonne, Ja. hat es am Ende immer gecrashed. Nee, das war aber nicht durch Mods, das war immer so. Das habe ich bei sogar auf der PS3 gehabt, dass das da immer gecrashed ist am Ende, wenn die losfliegen wollen. Jetzt bin ich wieder hier. Oh mein Gott. Das immer gecrashed ist. Und das war dann auch, das gibt's bei New Vegas auch, Engine, nee, Unofficial Patch. Ja. Ging's wieder. Ja, da drüben ist doch safe noch was. Ja, da ist was Lilanes. Ah, die Brücke ist eingestürzt, Mann. Diese Fotzen. Die Käfige haben sie genau richtig platziert.
Oder bei Fallout 4, das ist auch Krebs, Digga. Also Fallout 4 zu modden hat keinen Spaß gemacht. Obwohl es modern ist. Es ist unglaublich. Weil das so wanky alles. Ah, das ist hier. Wo ich den Schlüssel brauche. Weil es da so wanky ist, irgendwie so. Wenn du wirklich geile Waffen haben möchtest und so, musst du Mods installieren. Zum Beispiel Counted Reload. Ja. Das ist quasi die Kugeln im Magazin und so ein Scheiß mitzählt, damit du zum Beispiel auch eine K98 nutzen kannst. Oh Gott. Wenn du einzelne Kugeln reinlädst. Weil das fordert ja sowas nicht. Ja, einer dieser berühmtesten Mods war ja auch hier Modern Firearms. Ja. Hat natürlich auch installiert. Die Alter, Evidenzen da. what the fuck, Digga. Richtige Sekte hier, Alter. Ja, die Töpfe, das ist ja eh immer eine interessante Nummer. Gehen jetzt langsam die Heilungen aus. Wow. Die haben einfach einen toten Kameraden bedenzt. Mop, mop, mop. Erstmal eine Dusche nehmen. Ja, Mann. Oh. Das sind halt zwei. So einer. Mag die Töpfe nicht. Na, endlich. Ich auch nur da jetzt schon wieder rein. YouTube-Video. Ja. Links im Jake Corner. vs. Bale. Wahnsinn. Ganzer Stream bis dorthin, wo er den bekämpft hat. Oh, hart, Alter, der hat echt lange gebraucht bei denen. Ich hab Nachricht ohne. Jetzt ist der Unterschied zu ihm, er ist halt nackt durch einen Gang. Na. Aber ganz ehrlich, die Rani-Robe, die ist jetzt auch nicht so sonderlich Schutz und so. Die halt nur gegen die Blitzer ein bisschen. Ja. Er war schon ein sehr cooler Boss. Ja, einfach der Ballrock. Halt auch wieder dasselbe Dungeon, wie ich die zwei zuvor hatte, aber das ist alles schon wieder so komisch, ja. Ja. Wahrscheinlich geht es dann hier jetzt irgendwo zum Boss, oder? Muss ich hier auch noch irgendwo rumgammeln. Ja, jetzt sind wir alle Wege gegangen. Das ist jetzt das letzte Weg, was es noch gibt.
Mama, ich will mal kurz eine Kleinigkeit machen. Ich hab ein bisschen Angst. Bisschen Bibi in der Dom. Wenn da jetzt irgend so ein Riesentopf kommt, will ich irgendwas Schweres haben. Aber wenn wir hier jeden Fall Masse eh First Try, da wird schon nichts Schlimmes kommen. Wenn du jetzt Magma-Landwurm kommen, werde ich sauer. Ah, siehst du. Was ist das für eine Missgeburt, Digga? Iiii. Iiii, Digga, was ist das, Alter? Was ist dein Hund, Alter? Er wollte kotzen, ich hab's genau gesehen. Iiii. What the fuck? Er ist unsichtbar. Echt jetzt? Ich glaube, er ist unsichtbar. Oh mein Gott! Er hat den Großklang geholt. Boah, jetzt wäre die goldene Welle gut gewesen. Meint Scheint aber, glaube ihr? ich, Wunde zu sein. Ja. Der ist der echte. Deiner hat mich gebodyblockt. Digga, what the fuck? Das Geile ist halt auch, die fliegen halt auch immer hin, wenn sie davon getroffen werden. Er läuft einfach casual im Kreis. Jetzt macht er wieder den Move. Nicht mehr mit genug FP. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Noch nicht Gott. besack. Was ist das zur Hölle, Alter? Bin auf und drauf gestanden. Es hat sogar noch gehittet. Ein Tornado kannst du noch zünden. Goldene Welle, das. Also, du Ja, hast also, den Tornado, der Tornado, ja. ja. Die will so reingehen, wenn sie laufen aufmachen. Okay, jetzt wollen wir gar nichts mehr. Scheiße. What the fuck? Ja, ich hab's mich gerade gedacht. Er hat uns die gekitzelt einfach. ganze. Nee, nee, der hat uns die ganze Zeit bei diesen schwarzen Spuckdingern so diese Schädel um uns rum gemacht. Und das war, der Geist war jetzt voll und es ist einfach ein Insta-Kill, wenn es voll ist. Ja gut, aber jetzt habe ich wieder volle Flaschen, also ist jetzt am Arsch. So, sag mal. Digga, wie du einfach so auf die Knie gehst, der boxt dich aber so. Ja, und währenddessen sind wir da einfach am Heulen. Vor allem, ich mach den Wirbel und ich werde direkt rausgeboxt, Alter. Mich würde mal interessieren, wenn du jetzt in dem Move da gerade gewesen wärst, wir hätten unseren Drang-Effekt noch gehabt. Wären wir dann trotzdem tot gewesen? Eigentlich müssen wir es ja dann überleben, ne? Das ist ja kein Hit, das ist ja einfach. Das war eine Animation, wo wir auf die Knie sind und dann frecken. Bodenlos. Für ein hässliches Stück Scheiße, der da wieder ist, ne? Ja, klar. Diese Riesenfresse, die er macht, Digga.
Bisschen verstörend. Oh, Fick. Ja, hat er gerade irgendwie geheult? Hat doch gezwirbelt, Alter. Jawohl. Meine Fresse, Alter. Maske des Klägers. Es hat sich ausgeklagt. Melloff. Und das war's? Das war die Belohnung? Sein hässliches Gesicht? Das ist halt Real Talk irgendwie andauernd hier so eine verstörte Scheiße, ne? Erst nochmal diesen Mini-Yoda gehabt. Dann diesen unsichtbaren Typen, der total scheiße war. Und jetzt dieser Kläger. Er hat uns halt nur Scheiß gegeben. Diese Dungeons, Digga, die sind alle vom Aussehen fast alle gleich. Ja, und vom Loot auch. Alles so Opfer-Boss-Gegner. Ich dachte, ich habe extra jetzt richtig hartnäckig hier weiter gesucht und gesucht und gesucht. Aber es war zumindest auch wieder ein Boss mit einer Fähigkeit, so nur einzigartig halt, ne? Mit diesen Aufladen der Maske und so. Ja, und vor allem ein Boss, der besonders hässlich war im Vergleich. Und Teste, ja, der richtige Missgeburt. Nur seine Mutter hat ihn geliebt. Ja. Und das ist. Ja, und da muss ich auch noch irgendwie einen Weg runterfinden. Ja, diese Viecher. Die sind halt so asozial hässlich, ne? Ja. Und was sie schlucken. Die kann man eigentlich genauso vergleichen wie diese Steinkugelviecher aus dem Main Game. Die explodieren. Ja. Ja, die auch die, wo halt immer bei den Ziegelkreisen waren. Ja. Oder unsere Lieblingsstelle, der Canyon, wo wir jedes Mal langreiten mussten, um diese drei Invader da zu killen. Diese Hurensöhne. Riesentopf. Gott, was eine Scheiße. Die auch überhaupt nicht asozial krasse Moves hatten teilweise. Komplett overpowered. Bei denen hast du dich halt wirklich die ganze Zeit scheiße gefühlt. Du hast wirklich gedacht, du bist irgendwie so ein Level 1er. Ja. Mit denen ihre Moves, Digga, die haben dir ein, zwei Hits gegeben, weg warst du. Ach, das ist immer noch der Bastard da hinten. Aber ich glaube, der ist nicht gepanzert in seine Beine. Ja, und die Richtung waren wir eigentlich. Aber bei dem Savepoint warst du ja, wo du vom Vogel abgehauen bist, oder? Ja, da ging's ja dann hier runter. Na, dann gehe ich da jetzt weiter, weil ich habe jetzt hier nicht viel mehr gesehen. Da ist schon wieder ein Riesenflügel. Ah ne, da waren wir ja. Oh, jetzt erst mit unten. Karte. Ist auch eine ganz schön große Area. Ja, das ist ja das, wo ich vorhin vorbeigeritten bin, wo ich meine, dass da vielleicht Bossgegner ist. Ja, ich wollte nur mal erwähnen. Das ist schon verdächtig. Das könnte bodenlos werden. Oh, ein Drache. Weil wir von denen noch nicht genug hatten. Schon ganz schön großer Brea, Alter. Ja. Ich glaube, dass er auch wirklich größer ist wie Groll.
glaube, da rechts auf das Gebäude kommen wir vielleicht runter, oder? Ist sogar ein Item. Das, oh ja, eine Legendary sogar. Wahrscheinlich so eine Geistertalilie. Himmelblaues Ufer. Gräbertalilie. Ja. Du hast leider nicht recht gehabt, tut mir leid. Fast. Aber hier unten. Die Talilien gehen mir eh auf den Sack, Alter. Legendär, Digga, nur dass man Asche hochmachen kann. Die einzige, die wir benutzt haben, war halt der Main Corrector, da ist so scheiße. Ja. So eine, wo noch ganz cool war, war Parfümiera. Ich höre Drache, glaube ich. Mhm. Oh, das ist so ein Lappen wieder. Ich wüsste, wo ist. Da hinten. Aber. Die haben mir nicht viel getaugt. Aber die haben auf jeden Fall so von den Abständen her viel mehr Bosse hier überall, ne? Ja. Ja, das ist gerade das, was ich geil finde, dass man hier viel zu tun hat. Oh. Das finde ich auch gut. In die Rippen, mal da. Ja, einfach durch seinen Arsch. Ja, tot. Weiß doch, wütet jetzt. Einfach durch seinen Arsch hinten auch noch raus. Hat einfach noch ausgefurzt. Jetzt beschwert auch noch Soldaten. Schon irgendwie uncool. Oh, das ist ein mieser Motherfucker, Alter. Ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf den Drachen, aber. Hm. Ich hoffe, ich reite in die falsche Richtung. Aber es ist halt wirklich so gewesen, ne? Boss war da unten. Ja, klar. Das machen die halt immer gleich, immer so eine große Area-Drache. Ja. Schau, wie da unten gammelt. Und dann auch immer so auf versteckt, so, ja, ja. Da unten große Area, das ist aber gar nicht so. Jetzt einfach Radar-Move nach unten machen, Digga. An der Walkbar auf ihn. Ja, der. Einfach Meteor, Digga, und unser Pferd verreckt er halt dabei. Die Klingen müssen wir irgendwann auch nochmal vom Radar hoch machen. Ja. Ich hätte schon Bock, mal mit dir ein bisschen rumzuspielen. Und ein Malik hat seine schwarze Klinge genauso. Die ist echt krass. Die habe ich in meinem privaten Run benutzt. Dieser Move halt auch mit diesen. Das ist wie Malenia. Wenn die ganzen Schnitte dann kommen auch. Ja. Und du sperrst halt ein Stück vom Leben des Gegners weg. Boah, der hat gesessen, fast 4000. Holy moly, Alter. Boah! Ja, ich habe jetzt mich mit der Flamme noch geboostet. Das zwirbelt. Boah! Der ist direkt down. Ja, einfach so draufhalten. Junge. Nämlich den Auserwählten. Oh, weg. Alter, wie schnell sich das dann auch ausbreitet, ne? Ja, es kommt erst runter und auf einen Schlag, zack, kommt's. Ja, er killt seine eigenen Leute. Sehe gar nichts. Oh mein Gott, wie viele er beschworen hat. Was schaust du denn? Treff doch! Wo schlägt der hin? Treff doch! Mein Gefresse, Alter! Mein Gefresse, Junge! Digga, der ist voll anvisiert, Digga, unser Charakter schlägt halt irgendwo hin. Der war so schön. Und die leben sogar noch. Digga, ist das schön. Jetzt nochmal, um alles zu finishen, schnell. Boah, boah. Level up können wir auch wieder.
Also der Flamme gibt mir Kraft, weil das gleich ein Unterschied. Also es war gut, dass wir die Kult haben. So, nächster Drache. Eine Hütte, 4500 Schaden fast gemacht. Ja, Alter. Oh, da ist endlich die Boah. Karte da hinten. Das ist ein Bin mal richtiger Ping voll in die gespannt. Fresse im Buff, Alter. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch ausweiten wird, wenn wir die einsammeln. Bei dem steht einer. Schau auf die Karte. Boss. Ja. Und wir müssen immer noch irgendwie in die Ruine rein. Ja, irgendwie hier dann. Ja. Sieht ganz danach aus. Happy ist bin ich. Ich habe gedacht, dass hier einer steht oder war das nur der Grabstein? Oh, davon ist ein Ding. Ein Fragment. Bitches. Nein, das ist kein Fragment, das ist ein Ding. Siehst du? Ding. Ein Ding, Ding. Das sind neue Pflanzen, oh. Fantastisch. Ich habe niemals verkraften. Nektarblütenknospe. Diese Knospen waren wir bisher immer für irgendeine Boli-Scheiße. Boah, mittlerweile brauchen wir drei. Das ist die ganze Zeit. Jetzt Geisterasche kommen wir drei. nicht mehr hinterher, Alter. Wir finden keine Geisterasche, glaube ich so. Ja. Da ist unser Pferd fragt halt noch mehr, aber vielleicht ja sowieso schon. Oh, pass auf, das sind diese Dinger von Ziofra. Ja. Ah, jetzt gehen sie aber klar gerade. Das erste Mal nach Ziofra kommst, Digga, die Teile, die schießen dich One-Two-Hit weg. Ja. Der Torrent ist One und Two Hit, aber wir zum Glück nimmer. Ja, bleibt doch dieser Weg da hoch. Ich hab irgendwie Schiss. Das ist doch auch so der perfekte Ort jetzt eigentlich wieder mal für so eine Sternfallbestie. Mama mia, wie viele von diesen Kackviechern schon wieder. Die sind alle aus dem Boden rausgelockt haben. Wahrscheinlich kommt so eine Ja. Riesenversion von denen. Ein Riese ist dort tatsächlich. Vielleicht mal von diesen Würmern dann Ja, in so einem ja. Monsterviech. Aber ich meine nur Riese, Riese. Naja. Dass wir die auch mal wieder hier sehen. Er zaubert sich einfach einen Topf aus dem Boden. Ehrenlos. Wir am Anfang noch vor denen so richtig ein bisschen Schiss hatten, ne? Und dann haben wir sie nur noch weggemacht. Der erste Gegner war ja so ein Hurensohn. Den habe ich sogar gehabt am Anfang. Ja, der wo runtergesprungen kommen ist beim Tor. Ja, bei den ganzen Banditenfotzen da. Dann, wo wir stärker geworden sind, haben wir die abgefarmt, Junge. Verseelen am Anfang, ja. Wo wir noch richtige Noobs waren. Todes Riedenvogel. Digga, ich hab mich gerade angeschissen, weil ich dachte nicht, dass er über die Kante einfach so drüber läuft. Na schau mal, das ist bestimmt eine Geisterasche, oder? Nee. Okay, weiter Lilie. Digga. Ich sag, der Der Sternfall bist ja. schaut aus wie so eine Area, wo man so ein Samurai-Duell haben würde, Alter. Ja. Da ist er runtergesprungen wahrscheinlich.
Sind keine Materialien? Ja. Ja, noch 5 Minuten, also wieder reinretten. Ha. Huh. Was denkst du, was da drin ist? Ich denke ein Drache. Noch ein Drache? Weiß nicht. Ich könnte, kann mir nicht vorstellen, was hier genau sein soll noch. Oder vielleicht ein Ries. Der steht unten ein oder ist nee, ist ein Grabstein, oder? Grabstein, ganz ruhig. Ja, entweder irgend so ein Ritter oder Samurai oder so. Oder ein Drache. Aber ich weiß es nicht. Das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.